Wenn es da ist, ist es da. Ein neues Video von Sascha und da schauen wir heute mal als allererstes rein. Let's go, der Hase. Demnächst da draußen einen neuen YouTuber geben, der mit zwei Cams filmt. wir haben uns das Video von Instagram angeguckt. Wisst ihr noch, welches Video es war? Wo ihm die Kamera geklaut wurde? Oh mein Gott, Sascha war es. Ich dachte, es wäre Flying Uwe gewesen. Sascha hat das Ganze, den ganzen Diebstahl durchgezogen. Über Supplements macht. Gleichzeitig wahrscheinlich noch ein bisschen Gaming macht. Und mit den Informationen von Tim Gabels Notizblock hantieren wird. Heute kommen mal wieder Nachrichten von mir, eurem Lieblingsnachrichten-YouTuber, direkt nach Herrn... Sehr gut. Nee, Sascha war es nicht, Leute. Er ist unschuldig. Sascha war es nicht. Er ist unschuldig. Hört auf, ihn zu verdächtigen, Leute. Das macht man nicht. Er ist unschuldig. Newstime. Ihr habt euch wohl euer Handy... Oh mein Gott. Okay, nee, das müssen wir... Oh mein Gott. Nee, Leute. Den Clip, den guckt ihr euch bei Sascha ganz in Ruhe an. Das ist, nein. Den könnt ihr euch nochmal bei Sascha nachgucken. Fangen wir an mit unserem ersten Gast. Justin hat sich eine neue Uhr gekauft, aber nicht in normaler Qualität, sondern... Heute in Blockbuster-Qualität. Sieht man das? Und was darf natürlich nicht fehlen? Abschließend natürlich nochmal die Frage, ob man das gesehen hat, ne? Ich sehe gar nichts. Alles klar an dieser Stelle. Und jetzt kommt der Moment, wo Justin uns seine neue Uhr präsentiert. An der Stelle müssen wir leider abbrechen. Keine Diamanten auf der Uhr. Ich kann Justin nicht mehr ernst nehmen. No, I stand. Nachdem ich jetzt bei Justin ein Dislike dagelassen habe, wegen keinen Diamanten. Das ist kein Prank. Das ist kein Prank. Machen wir weiter mit unserem nächsten Gast. Er hat wirklich gedisliked. Ehrenlos. Oh mein Gott, nur weil kein Eis aus. Neuestes Video hochgeladen, wo er nicht selber vor der Kamera ist, sondern jemand anderes. Ich fick jeden, der rappt. Ja, warum nicht? Und ich habe jetzt eine Frage an euch. Könnt ihr mir vielleicht verraten, in den Kommentaren, welches Wort hier gesucht ist? Walla, 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 walla. Ich komme nicht drauf. Welches Wort könnte da gesucht werden? Walla, 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 walla. Falls ihr das Wort verstanden habt, lasst es mich auf gar keinen Fall in den Kommentaren wissen. Wir machen weiter mit unserem nächsten Video. Was ist deine Musikrichtung, so wie du sagst, der Künstler? Drake und Post Malone. Drake, Post Malone. Zufälligerweise ist der nächste Song von... Oh nein, und sie wusste es nicht. Unangenehm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, oh, oh. Oh, wie kann man sich so selbst... diese andere unangenehme Situation. Uiuiui. RIP. Einmal ein Grabstein in den Chat. Da gehen Grüße aus, wirklich daheim. Doch einfach mal wieder mit Platz weg. Da gehen Grüße raus an die Kandidatin, aber es geht noch schlimmer. Welcher Musiker ist für euch persönlich der größte Star? Welcher Musiker ist für die Lochis der größte Star? Lass uns kurz raten. Keine Ahnung. Wo ihr jetzt sagen würdet, boah, richtig geil, dass ich den mal treffe. Justin Timberlake? Timberlake, glaube ich. Okay, jetzt sag bitte nicht, es kommt ein Song von Justin Timberlake und die graffen es auch nicht. Und Justin Timberlake auch? Ist schon ultra krass. Justin Timberlake wäre ultra krass anzutreffen. Ich bin gespannt, von wem der nächste Song ist. Justin Timberlake, Cry Me a River. Knapp daneben. Hey girl, wie heißt das Song nochmal? Ich hab den Künstler noch nicht mehr. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz schwierige Situation. Da wollte ich mal ganz dringend los. Grüße raus an Heiko Roman. Ich weiß es nicht. Er hat den Künstler nicht mehr, aber es wäre schon mal ziemlich krass, Justin Timberlake anzutreffen. Justin Timberlake ist schon ultra krass. Zum Glück hat der andere Zwillingsbruder wenigstens eine Idee, von wem der Song sein könnte. Justin Timberlake, think about it. Und damit bin ich komplett raus. Genug Nachrichten für heute. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für mich, Digga. Ich freue mich an erster Stelle für mich. Gut, sehr gut. Man muss sich auch mal für sich selbst freuen können. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Ja,
Oh mein Gott. Schweitertag. Ruhig bleiben heißt das neue Video? Ja, das neue Video heißt ruhig bleiben. Ich würde sagen, let's go. Wir bleiben ruhig. Let's go. Gemeinsam richtig tief ins Internet rein. Hey, ruhig bleiben, Marcel. Ruhig bleiben. Luca hat mir eBay Kleinanzeigen-Fails zukommen lassen. Das heißt, ich lese mal gleich wieder ganz klassisch als Person A und als Person B vor. Macht's euch bequem, Leute. Ihr könnt euch übrigens, oh mein Gott, ihr könnt aufhören, euch festzuhalten. Ihr könnt euch abschnallen und für alle, die sich mit dem Sekundenkleber festgeklebt haben. Ich habe mich gar nicht festgehalten. Sascha, was sagst du jetzt? Ich habe mich einfach nicht festgehalten. Was macht man denn dagegen? Oh, Weisheiten? Ich habe mir so eine Tasche Katze bestellt. Ach so. Alles klar. Erster Fail, let's go. Hallo, wie viel soll er kosten? Inklusive Versand. Nur für Italiener zu haben. Respekt, was haben Krokodile und Italiener gemeinsam? Kleine Beine, große Fresse. Hä? Was war das denn für eine... Man weiß nicht, um was es geht für ein Produkt. Schade. Und da gehen Grüße raus an meine italienischen Zuschauer. Ja! Hallo, ist da die Kommode? Nee, hier ist der Arne. Was soll ich da? Er hat sich einfach wieder hingesetzt. Zu sagen. Deutsche in Türkei Urlaub, wenn sie richtig abgehen wollen. Let's go. Hey, gehen Grüße nicht raus aus Rise dem Maxnomic oder aus dem DX Razer, sondern vom Gaming-Sessel. Oh mein Gott. Gaming-Sessel, Verhandlungsbasis. Oh mein Gott, aus Erkelenz. Digga, da bin ich geboren. Leute, soll ich mal kurz flexen? Ey. War klar, dass so ein Angebot nur von dem Erklänzer kommen kann. Das ist meine alte Postleitzahl. Ey Leute, ich sag euch eins. Ich muss kurz flexen. Pass auf. Wikipedia, Erklänz. Erklänz, Wikipedia, ja. Meine Heimatstadt, wo ich herkomme, ja. Hier bin ich geboren. Schaut mal hier. Siehst du diesen roten Punkt? Da bin ich geboren. Direkt an der Grenze von Holland. Wir waren immer in Holland, war irre. Jetzt pass auf. Was ist auf der Wikipedia-Seite von Erklänz, Leute? Unge! Ich bin einfach auf der Wikipedia-Seite meiner Geburtsstadt. Digga, ich hab alles erreicht im Leben. Ich bin einfach auf der Wikipedia-Seite meiner Geburtsstadt. Das sind die berühmten Leute aus Erkelenz. Söhne und Töchter. Söhne und Töchter der Stadt. Deutscher Produzent von Webvideos. Die haben noch meine Karriere nicht aufgelistet, aber es ist ihnen wahrscheinlich peinlich. Leute, wenn ich nach Erkelenz komme, dann gehe ich zum Bürgermeister rein, dann weiß er schon, oh, Unge kommt, roter Teppich wird ausgerollt und ich so, wo ist der grüne Teppich, Bruder? Wo ist der? Und dann gibt es aber erstmal richtig Stress. Ja, also ich sag euch, wie es ist, Leute. Das ist meine Hut. Das ist meine Hut. Dieser Sessel, 10 von Mehmet. Warum bist du ganz unten? Das ist eine Liste von den älteren Berühmtheiten, also sowas wie, ich sag mal, 1850 irgendwelche Schriftsteller oder so. Und 1990 kam die letzte berühmte Person aus Erklänz. Das war ich. Nach mir kam niemand mehr. Deswegen bin ich ganz unten. Ich bin die letzte Person, die Erklänz hervorgebracht hat. Let's go! Let's go, let's go. Davon erstmal Prost, Alter. Ich hab den Schlüssel zur Stadt. Amazon 50 Euro Gutschein. Guten Abend, für 25 würde ich ihn nehmen. Okay, der ist geil. Digga, wie dumm. Aber ist ja auch eBay, da gibt's immer günstigere Preise. Oh mein Gott, so stark. Der Verhandlungsboss. Mega nice. Schlag was vor. Sagen Sie mal Ihren Kotzgrenze. Puh, so 16 Bacardi Cola in etwa. Zehner. Können Sie auch in ganzen Sätzen schreiben? Was war denn daran unverständlich? Ich habe nicht gesagt, dass es unverständlich war, oder? Aber was ist das denn für eine unhöfliche Art, jemanden anzuschreiben? Geh mir nicht auf die Eier, du Der Typ, der einfach nur schreibt Zehner. Und der andere schreibt so, yo, mach mal hier vernünftig, schreib mal einen vernünftigen Satz. Und dann schreibt er, geh mir nicht auf die Eier, du Asozialer. Kompletter Ehrenmann. Kompletter Ehrenmann an dieser Stelle. Haben wir schon Werbung gemacht? www.unsympathischshop.de. Alle Größen sind wieder vorhanden. LXL, XXL, gönnt euch. Ruhe! Bei Abholung 50 Euro inklusive Restgarantie. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mich hat komischerweise jemand mit genau den gleichen Bildern hier angeschrieben. Eins von mir und andere von meiner Frau. Wie heißt denn Ihre Frau auf eBay? Thomas. Als nächstes brauchen wir mal wieder die Gedichtsstimmung. Danke. Ich bin ein seriöser Verkäufer, immer ruhig, nett und leise. Jetzt kauf endlich das Einrad. Verdammte Casey? Danke. Hallo, warum so günstig? Auto kaputt? Hallo, es handelt sich hierbei um ein Modellauto. Wie bereits im Titel der Anzeige zu erkennen ist. Hat er noch TÜV?
Stell dir vor, jemand kauft ein Modellauto im Wert von ein paar tausend Euro, weil er denkt, oh, ist ein günstiges Auto. Kommt der so mit der Post an. Fuck. Probefahrt möglich? Ja klar, Probefahrt ist möglich. TÜV ist noch gültig. Was für Menschen laufen auf eBay Kleinanzeigen rum? Ja, genau solche. Moin, Starter Bulle. Wie viel Kilogramm passen maximal auf eine Kurzhantel? Gruß Michael. Bizeps unter dem Ärmel. Trainiert werdest du mit Gewichten. Dein Curl komme, deine Anspannung geschehe. Wie an der Hantelbank, so an der Butterfly-Maschine. Die Kirche des Bizeps. Ich bin geistesgestört, gut sieht er aus. Leute, an der Stelle wirklich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Soll ich wieder aufstehen? Ich weiß nicht, an der Stelle... Oh, bitte geh in den Rift. Bitte geh in den Rift, bitte geh da rein. Bin ich einfach komplett Nein, raus. Er ist nicht reingegangen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Simon, falls du einen Daumen nach oben da lassen könntest, wäre das wirklich sehr nett von dir. Bruder, ich lasse jetzt... Soll ich einen Daumen nach oben da lassen? Leute, Bruder, wenn du mich schon so fragst, ich bin nie eingeloggt, du weißt, ich bin bei Unklick nie eingeloggt, Bruder, du weißt, nie eingeloggt. Aber heute werde ich mich für Sascha einloggen, um einen Daumen nach oben da zu lassen. Simon, falls du einen Daumen nach oben da lassen könntest, wäre das wirklich sehr nett. Bruder, für dich, es ist soweit. Es ist soweit gekommen, ich werde mich einloggen. Aber nur, weil du es gesagt hast. Ich bin eingeloggt, ich scrolle runter, ich drücke den Daumen nach oben. Hat er nicht gemacht. Oh doch, doch, hat er. Let's go. Kuss, geht raus, auf Ehrenbruderbasis. Bitte, macht jetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Das kenne ich, den Clip mit dem Hund. Ich kannte den schon, aber nicht mit dem Monte. Nicht mit dem Monte-Ding. Das kann ich noch nicht. Oh mein Gott.